Wir haben es gerade eben schon in den Nachrichten gehört. Ein aktueller Bericht von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, belegt es schwarz auf weiß, wovon viele Wohnungssuchende schon lange ein Lied singen können. Bezahlbarer Wohnraum wird knapp. Vor allem im Bereich des sozialen Wohnungsbaus ist die Lage ausgesprochen schwierig. Eine Erfahrung, die viele Mieter in Berlin schon machen mussten. Denn seit in Berlin die Förderung für den sozialen Wohnungsbau ausgelaufen ist, verlieren viele Wohnungen ihren Status als Sozialwohnung und viele Mieter damit ihr Zuhause. MIMA-Reporterin Lisa Jandi war für uns in Berlin unterwegs. In Berlin-Prenzlauer Berg zeigt uns Joachim Reichelt, wo er bis vor kurzem gewohnt hat. Sehen Sie, hier oben ist meine Wohnung gewesen. 13 Jahre lang, dann musste der 77-Jährige umziehen. Er konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Hätten Sie sich das denn mal gedacht, dass es so kommen könnte? Nein. Wie gesagt, ich finde, eine große Schweinerei war, in dem Alter umziehen zu müssen. Ich hatte gedacht, hier drinnen sterben zu können in der Wohnung. Jeden Morgen kommt der Rentner nun vom Stadtrand mit dem Bus hergefahren in seinen alten Kiez zu seinen alten Nachbarn. Sozialwohnungen wie die von Herrn Reichelt wurden über Jahre vom Berliner Senat gefördert. Diese Förderung ist nun ausgelaufen und die Mieten sind um bis zu 50% gestiegen. Ein Beispiel für eine Entwicklung, die sich in Berlin gerade wie im Zeitraffer vollzieht. Bezahlbarer Wohnraum wird knapp in den Innenstädten. Und so sitzen viele Mieter wie hier auf gepackten Kisten. Heute zieht Musa Kleif aus, nach 16 Jahren. Er war einer der ersten Mieter hier im Sozialwohnungsbau. Doch seit dem Stopp der Förderung dürfen die Eigentümer die Miete erhöhen. Und die ist nun sogar höher als in vergleichbaren Wohnungen, die nicht Sozialbau sind. Meine Miete ist um 200 Euro auf einen Schlag erhöht worden. Die Mieter und Mieterinnen werden bestraft. Und da kommen solche drastische Mieterhöhungen. Wo ist die soziale Gerechtigkeit? Ich frage mich. Betroffen vom Förderstopp sind rund 28.000 Sozialwohnungen. Preiswerte Alternativen gibt es nicht immer. Der Berliner Wohnungsmarkt verändert sich. Mieten steigen. Das Recht auf Wohnen wird heiß diskutiert. Anderer Bezirk, gleiches Problem. Auch hier in Kreuzberg am Cottbusser Tor steigen die Mieten im sozialen Wohnungsbau, so wie hier hinter mir, seit Jahren. Die Bewohner können sich das nicht mehr leisten und deshalb kampieren sie seit 6 Monaten in diesem Protestcamp. Cotti und Co. nennen sie sich, Mieter von rund 8000 Sozialwohnungen, die die Straße zum gemeinsamen Wohnzimmer umfunktioniert haben. Statt auszuziehen, wollen sie ausharren, trotz Kälte, Tag und Nacht. Wir versuchen mit unserem Protest eben dafür zu kämpfen, dass es gab nämlich mal Mietobergrenzen, dass die wieder eingeführt werden, zumindest kurzfristig, bis hier langfristige Lösungen gefunden werden, weil so kann es nicht weitergehen. So wie das System jetzt angelegt ist, würden die Mieten weiter steigen, jedes Jahr um 13 Cent pro Quadratmeter. Krach machen gegen Verdrängung, gegen Mietpreisexplosionen, damit Wohnen im Zentrum kein Luxus wird. Laut einer neuen Studie fehlen in Berlin über 400.000 Sozialwohnungen. Wir fragen den Senator für Stadtentwicklung, ob die Hauptstadt, die immer mehr Menschen anzieht, keinen Raum mehr hat für sozial schwache Mieter. Es gibt viel, was die Stadt macht, damit es eben gar nicht erst so wird, wie wir es aus anderen Metropolen kennen. Aber den Ärger oder die Verzweiflung können Sie verstehen? Ich kann verstehen, dass Menschen auch in ihrem Quartier, in ihrem Kiez bleiben wollen, in dem sie sich über Jahre auch wohlgefühlt haben. Das ist ganz klar. Und wir wollen auch sehen, dass wir mit privaten und öffentlichen Partnern so etwas sicherstellen können. Das wird möglicherweise nicht in jedem Einzelfall gelingen. Die Diskussion um steigende Mieten und Verdrängung ist in Berlin erst am Anfang. Die Konsequenzen hat der 77-jährige Joachim Reichelt schon erlebt. Wenn er alle seine alten Nachbarn besucht hat, macht er sich wieder auf den Weg zurück in seine neue Wohnung am Rand der Stadt.